Herzlich willkommen zurück, liebe Erbauer und Erbauerinnen, zu Dragon Quest Builders 2. Und die Kleine hier, die ist jetzt richtig am Ackern, auf dem Acker. Denn wir wollen hier unsere kleine Siedlung wieder aufbauen, wieder neu groß rausbringen und so weiter. Aber dafür müssen wir jetzt auch hier ein bisschen aufräumen. Denn so kann man ja Absalar, was war denn das? Und dafür, also so kaputt hier kann man keine Leute hier herholen und so. Wir müssen das mal ein bisschen sauber machen. Ja, sauber machen, aufbauen, das kann eine Weile dauern. Aber ich habe genug Zeit mitgebracht. Ich hoffe, du auch. So, es werden Steine und Holz und alles Mögliche gesammelt. Da liegt was auf dem Feld. Ist auf dem Herz. Denn ich habe mein letztes Mal von so einem aufgesammelt. Wo ich mich immer noch frage, wofür das gut ist. 10 Stück habe ich von. Ja, Hammer, 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 das ist ja wohl der Hammer. Ich bin der Andy Hammer. Wir haben einen dicken Hammer. Fenster oder was erfinden kann oder Glas und überall. Und weil ich so viele Waffen da erfinden kann. Nee, so auf dem Boden kann ich nicht hauen. Gerne so eine Wand und einen Fußboden halt in derselben Farbe. Gut, jetzt ist die Erde soweit. Als nächstes müssen wir ein paar Samen einpflanzen. Bitte schön, Rosalina, die hier sind für dich. Kohlsamen habe ich bekommen. Okay, ich habe ja auch Kohlsamen. ja. Hätte gesagt, in Flügen ein Kinderspiel. Jeder mit einer Hacke kann das. Aber es braucht eine ruhige Hand und einen scharfen Blick, um Samen richtig einpflanzen. Und ich glaube, du bist genau die Richtige dafür. Insgesamt sollten wir 5 Kohlsamen haben, Rosalina. Sag mal Bescheid, wenn du den Boden hier neues, also wenn die im Boden ihr neues Zuhause gefunden haben, so rum. Gut. Ich habe ja ein Spiel, das nennt sich Farm Together. Dann immer so Obst und Gemüse einpflanzen und so weiter. Ja. Aber das wird auch eine Weile dauern, Rosi, glaub mir. Na, ich glaube, das wird nicht so schnell gehen, dass die Samen so schnell sprießen werden. Plumps abgeschlossen.
Flügel? Der da. An seiner Spitze entspringt eine Quelle, aber es ist ganz schön umständlich, jedes Mal hochzuklettern, wenn wir Wasser brauchen. Naja, man kann auch eben eine Leitung legen oder sowas. Da muss die Rosalina als Erbauerin doch sich was ausdenken. Da kommst du ins Spiel. Kannst du etwas bauen? Ja, dachte ich mir doch. Hm. Und was fällt ihr ein? Genau, was fällt ihr ein? Bewässerungsstation hat sie jetzt erfunden. Aha. Ich würde sagen, so eine eher eine Art, ja, Brunnen, wo das Wasser drin auch bewahrt wird. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich mich mal an die Arbeit, ne? Hi, lecker Bimbam. Ja, da sagt die Rosi, ha. Oh ja, das Bewässerungsstation, ne? Hast du den einfach so ohne Vorlage gezeichnet? Das ist ja unglaublich. Das ist wie der, den du auf der Insel gezeichnet hast, aber der ist aus, bla bla bla. Ja. Ich brauche also verdorbene Erde. Gut. Dann besorge ich mir mal verdorbene Erde. Haha. Bin ja auch ein verdorbenes Mädchen. Nein, kann ich auch. Gut. Ja, Tank, okay, kann ich essen. Kann ich auch auf Feuer legen, muss ich irgendwann mal versuchen. Glaube ich. Und das letzte Mal, wo ich dann die Muscheln da gebraten habe, hat das bei dem Tank ja auch da aufgeleuchtet. Na schön. Verdorbene Erde. Da komme ich nicht weit. Immer nur ein Punkt, ey, das ist doch. Ja, der ewig, Mann. Thank you.
sammel. Alles mitnehmen, was geht. Aber fühlt sich wie eine Kiste, wo ich das dann alles anpacken kann. Also, das habe ich ja nicht. Kaputt machen und dann später alles wieder neu aufbauen kann. Soll ja hübsch werden, ne? So klein ist so hart arbeiten, ne? Ja, los Mädchen, du machst ja doch nicht gerne hart. Dann hau mal die Steine kaputt hier. Die sind hart genug für dich.
manchmal werden da die Löcher gestopft und so weiter. Plack, 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 plack. Nun, wenn wir da ein paar Gebäude haben und jedes Mal den Boden erstmal, ja, sozusagen sauber müssen, kann eine Weile dauern. Aber ich habe Zeit. Mir ist es egal, wie lange das dauert. Immer schön rein damit. In die Lücken. Ups, den muss ich nochmal wegholen hier. So, das passt auch nicht hin. Wenn erstmal so die Wände in einer Farbe. Oh, Musik. Ach Gott, noch so viele Blöcke, die hier aufgetaucht werden müssen. Ist das nicht schön? Erstmal hier noch die Wand weg. Mag das nicht, wenn die Schlange dann entweder grün sind oder so zweifarbig. Wenn, dann lieber alles einfarbig. Wer weiß, was man später noch verwendet bauen kann. So Muster und so. Aber erstmal muss das hier reichen. Damit die sich am Anfang erstmal wieder gut fühlen. Weiß, vielleicht gibt es irgendwann Fenster, dann kann ich noch Fenster machen und irgendwie andere Wände malen. Vielleicht Backstein oder was es dann so gibt, keine Ahnung. Bin ich echt mal gespannt, wann alles dann so halt freigeschaltet wird. Mache ich das so. Eine kleine Ecke. So, Tür auf. Ein Bett. Wo mache ich denn das Bett hin? Da ist ja schon eine Schlafmöglichkeit. Da würde ich sagen, mache ich das daneben. Ausruhen. So.
können ja noch eine Etage machen vielleicht und dann halt ein schönes Dach drüber und so weiter. Aber wenn das Dach dann auch noch fertig ist, aua, das dauert noch eine Weile. Könnte man in echt so schnell ein Haus bauen, dann hätte ich mir irgendwo schon das Haus gebaut. Also klack, 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 klack und fertig. Einfach nur aus der Erde ein paar Blöcke holen und dann einfach so dran klatschen. Brauchst du keinen Hammer, keine Nägel, kein Holz und so weiter. Gar nichts. Nur so klack, klack, klack. Da sollte der jetzt gar nicht hin. So, allzu viele Blöcke habe ich jetzt auch nicht mehr. Da geht einige mal drauf hier, also wenn man mal so ein Dach bauen will. Donnerwetter. Aber ich brauche ja auch ein Dach, denn wenn es mal hier regnen sollte, ne, dann bleibt das Zimmer hier unten trocken und dann werden wir nicht nass, es sei denn wir sind draußen, dann werden wir nass. Ja. Nase juckt. Moment. So. Ich finde noch ein paar Blöcke. Ach ja. Und haue und schlage und immer wieder drauf. Auf die Armsteine hier. Immer werden sie geschlagen, ey. Schließe ich mal hier die Lücke, wie auch immer. Das Loch. So. Dürfte erstmal hier drin schön trocken sein. Da ist auch noch ein Stein. Dann muss weg. Lagerfeuer, damit es dann auch in der Hütte da schon warm ist.
Ah, gehe ich hier so weiter, dann kommt er auch wieder mit. Malrot. Aua. Na gut. Ich werde mich wieder ein bisschen zu essen sammeln. Cool, wenn er was findet, bekomme ich das auch. Eine Muffel. Und wieder Tank. So, hier im Wasser sind auch wieder Muffeln. Immer her damit. Und wer weiß, vielleicht irgendwann können wir dann sowas wie Brot backen oder keine Ahnung. Was anderes herstellen. Aber wenn ich mal kann. Jetzt bin ich unter Wasser, ich drücke mal die Musik nicht mehr so. Auch interessant. Kann ich gucken, boah, das geht aber tief runter, Alter. Donnerwetter. Man kann zwar ganz runter, aber da kommt er gar nicht wieder hoch. So schnell. Vielleicht ist auch mir irgendwas. Gut. Erstmal wieder so ein bisschen Luft holen. Holz mitnehmen. Okay, jetzt muss ich mich erstmal wieder nach oben arbeiten. Und dann hau ich mit meinem Hammer immer voll drauf. Ja, ja. Und so weiter. Ja. Jetzt habe ich erstmal Steine genug. Für irgendwas. Da ist die Glocke, aber für was ist die denn gut? Dann habe ich hier noch sowas. Da könnte ich vielleicht sowas wie eine Fahne hinkommen oder so. Bei dem ersten Teil, was ich damals gespielt hatte, wenn man da so einen Platz hatte, dann konnte man da so eine Fahne hinmachen. Und dann hatte man da, ja, so eine Art Hauptplatz oder eben sowas in der Art. Dann wusste man, okay, da ist dann die Mitte vom Dorf oder was weiß ich. So, hier mache ich denn das Lagerfeuer hin. Man müsste dann, wenn man genug Muffeln hat, was vielleicht in drei Feuer haben oder so. Dann ist immer eins fertig, wenn zwei am Braten sind. So, nehme ich das Feuer auch mit rein.
habe ich jetzt erst wieder zwei Feuer nebeneinander. Und dann geht das Muschelbraten ja gleich viel schneller. So. Fling. Also links fertig. So, das war dann erstmal die letzte Muffel hier. Und eine gibt er 20% wieder zurück. Finde ich interessant. So, geht da hinten noch mal gucken. Klar würde ich die lesen. Ich hinterlasse diese Rätsel als Herausforderung für jeden jungen Erbauer, der sie findet. Mögen sie dir auf deinem Weg zum Meister-Erbauer helfen. Gibt es hier auf Inseln und sowas dann immer wieder irgendwelche Rätsel, die man finden muss. Verwende deinen Verstand und deine Baufähigkeiten, um sie zu lösen. Du sollst sowohl mit Schätzen als auch mit neuen Kräften belohnt werden. Die Endschrift endet hier. Alle auf damit. Ja. Ja, wer weiß, wo die Rätsel sind und was das für welche sind. Und die Schildkröte, ich habe gesagt, die Necke, die spuckt immer ein. Na gut. Dann werde ich mal so langsam, aber sicher zum Ende kommen. Würde ich sagen, tue ich die hier so hin, die Betten, und dann gehen wir alle schon schlafen und machen dann die nächste Folge weiter.
Also, liebe Freunde da draußen, liebe Erbauer, Erbauerin, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder was auch immer. Und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye.